Das Ende ist nah! Das Ende ist nah! Moin und Servus, euer Mai hier zu einem neuen Video und es gibt wunderbare Nachrichten zu Escape from Tarkov. Heute gab es einen Patch, bei dem die Server 4 Stunden lang down waren. Und was es mit dem auf sich hat und was der so gebracht hat oder was er vielleicht noch bringt, was wir aktuell noch gar nicht wissen, das schauen wir uns in diesem Video an. Erstmal schauen wir uns ganz klar an, was hat er gebracht. Also was wissen wir? Was wissen wir? Wir wissen, dass sie die Serverliste im Launcher eben geändert haben. Da konnte man vorher Frankfurt auswählen, man konnte Frankreich auswählen, man konnte also nach Städten eben auswählen, wo die Server eben stehen. Und konnte so sein Matchmaking beeinflussen. Die ganze Sache hat BSG jetzt einen Riegel vorgeschoben. Und zwar kann man jetzt nur noch Regionen auswählen. Und das sieht dann wie folgt aus. Und zwar haben wir hier für Europa praktisch Zentraleuropa, West, Süd, Ost und Nordeuropa. Dann sind Russland in verschiedene Kategorien eingeteilt. Genauso wie Nordamerika eben auch. Für China kam weiterer Region Lock hinzu. Die Chinesen können, wenn sie mit einer chinesischen IP auf Tarkov zugreifen, können sie eben nur China auswählen und ansonsten nichts. Allerdings ist das recht schnell über einen VPN umgangen und jeder Chinese, der halbwegs im Internet unterwegs ist, benutzt einen VPN aufgrund von bekannten Problemen mit Winnie Pooh. Dementsprechend weiß ich nicht. Ja, ist vielleicht gut, vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht. Ich habe dazu keine Meinung, ehrlich gesagt. Mir ist das auch absolut Schnuppelpumps. Egal. Nicht jeder Chinese cheatet, aber dementsprechend ist mir das. Aber was könnte noch damit kommen? Und zwar hat Nikita im letzten Q&A zusammen mit Pastilli gesagt, dass im nächsten Patch Streets of Tarkov kommen wird. Und auch wenn heute ein Patch kam, ist da drin nicht Streets of Tarkov. Da muss ich euch schon mal leider enttäuschen. Aber auch hat Nikita vor langer, langer Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das schon her ist, vielleicht ein Jahr, 1,5 Jahre, dass mit Streets of Tarkov auf jeden Fall gewiped wird. Und das sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg hin. Wir hatten jetzt die Chronicles of Rizzi. Das war diese Scav-Geschichte quasi mit Rizzi zusammen, wo es dann auch Real-Life-Events gab, wo andere Tarkov-Spieler dann in Tokio am Strand eine Flasche gefunden haben, wo ein Code drin war, oder in Amerika irgendwo in der Wüste eine Flasche geholt haben. Also mega, mega cooles Event war das damals. Ist ein paar Wochen her jetzt. Und ja, die Geschichte ist jetzt zu Ende. Rizzi ist, ihr könnt euch selber anschauen, ich will euch da nicht spoilern. Aber auf jeden Fall haben wir deshalb jetzt auch einen Buff aktuell in Tarkov bekommen, eben, dass wir 20 Stärke oder 30 Stärke dazu bekommen haben und andere Attribute sich erhöht haben. Allerdings erhalten wir 100% mehr Schaden, minus unser aktuelles Immunity Level. Wird wahrscheinlich bei den meisten nicht allzu hoch sein. Also gehen wir mal von 95% durch die Bank aus, die ihr mehr Schaden bekommt. Das ist allerdings noch keines dieser bekannten Pre-Vibe-Events. Zumindest gehen wir nicht davon aus. Denn ich gehe stark davon aus, dass ein Vibe mit Streets of Tarkov erst in etwa Mitte Dezember bis hin zu Weihnachten kommen wird. Das ist so die klassische Vibe-Zeit mittlerweile für Battlestate-Games. Dementsprechend haben wir da noch ein bisschen Zeit dazu. Ein Kollege auf Twitter, der sich ganz gerne mal über 3D-Modeling und sowas veräußert, sag ich mal, der hat Streets of Tarkov die Map auch schon mal ein bisschen nachgebaut und hat die dann auch auf Twitter gepostet. Ihr seht unten den Link zu seinem Twitter-Account. Der gute Reamer hat aus den ganzen Niki-Leaks und sowas, die wir aktuell schon haben, hat er versucht, eine Streets of Tarkov-Map zu bauen. Und die sieht schon recht realistisch aus. Es wird wohl eine kleine Iteration sein, also eine kleinere Ausgabe von Streets of Tarkov. Das hat Nikita aber vorher auch schon so gesagt, dass Streets eben wieder anteilig rauskommen wird und sich dann immer erweitern wird, wie das auch mit allen anderen Maps in letzter Zeit so war. Ja, da ist das Ende ist nahe. Ich bin drauf gespannt. Ich bin auf jeden Fall wieder heiß auf Tarkov, so ist es nicht. Das habe ich aber auch damals in meinem Tarkov-Video gesagt, dass ich nur für diesen Vibe jetzt erstmal Pause machen werde. Wenn der Vibe dann wieder da ist, dann werden wir auch wieder voll durchstarten, so ist es nicht. Sollte es weitere Informationen zum Vibe geben, weitere Informationen zu Patches oder sonst irgendwas, dann werde ich euch hier natürlich auf dem Laufenden halten. Lasst deswegen auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr es nicht eh schon seid.
Und was glaube ich jetzt, was noch in diesen 4 Stunden Downtime passiert ist? Ich glaube, sie haben die Pre-Wipe-Events bereits auf den Server aufgespielt. Zumindest die Pre-Wipe-Events, die man aufspielen muss. Wo also gewisse Sachen verändert werden, die man nicht einfach in der Datenbank ändern kann, sondern weil neue Items reinkommen oder weiß der Geier was oder gewisse Lore-Sachen oder wie auch immer. Ich glaube, die Files liegen jetzt schon auf dem Server, dass sie dann einfach gestartet werden können. Und bis wann, glaube ich, wird das so sein? Schauen wir mal auf die Uhr bzw. auf den Kalender. Wenn wir von Mitte Dezember bis zum 20. Dezember ausgehen, also die Woche vom 15. wäre ein Donnerstag bis zum 22. wäre ebenfalls ein Donnerstag. Hier auch gleich nochmal vorweg. Ein Wipe muss nicht am Donnerstag passieren. Wir hatten Wipes auch schon am Sonntag. Wir hatten Wipes schon am Samstag. Ich glaube, der einzige Tag, an dem es noch keinen Wipe gab, war ein Montag. Ich nagel mich darauf aber nicht fest. Ich bin nicht mehr ganz genau im Kopf. Aber ja, da gibt es viele Optionen, wie das sein könnte. Ich gehe stark von 15. bis 22. aus, irgendwann da. Somit könnten wir am Ende der Woche oder Anfang nächste Woche eben starten mit den Pre-Wipe-Events, damit es sich dann nicht wieder so lang hinzieht. Denn verschiedene Leute sagen, na, Pre-Wipe-Events gefällt mir jetzt persönlich nicht so, weil halt eben alles den Bach runtergeht und kein großes Incentive mehr dahinter steckt, überhaupt noch Tarkov zu spielen, weil man halt nichts mehr anhäufen kann. Und andere sagen, boah, Pre-Wipe-Events ist das Geiste, da kann man sich mal nochmal richtig auslassen. Ja, das kommt ganz auf euch dann an. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr so die Pre-Wipe-Events findet. Aber ansonsten war es das eigentlich schon, was ich euch heute erzählen kann. Und ich wünsche euch viel Spaß in Tarkov. Wir machen weiter mit Simracing. Auch da würde mich tatsächlich mal interessieren, ob ihr denn auch Simracing-Videos auf dem YouTube-Kanal sehen wollt. Ob euch das vielleicht mal interessiert, wenn wir ein bisschen in Assetto Corsa Competizione unsere Runden drehen. Ich glaube, da sind schon ein paar witzige Rennen dabei. Würde ich euch auch mal zusammenschneiden und hochladen. Denn da war ich die letzten 3 Wochen ziemlich stark drin versunken und deswegen kamen auch keine YouTube-Videos mehr. Dann hat sich mein Cutter anderweitig beruflich orientiert. Der möchte jetzt nicht weiter cutten, der geht wieder zurück in die Gastronomie. Das akzeptiere ich auch ohne Probleme. Wünsche ihm da wie immer nur das Beste und ja, soweit soll es gewesen sein. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, euer Meier. Ciao, ciao. Boah, Alter, alles voller Kaffee im Gesicht. Meine Fresse, Alter.